Ich habe hier die Canon EOS 5DS und die 5DSR, beides die neuen Vollformatkameras mit 50 Megapixel Auflösung, sollen beide extrem scharfe Bilder liefern und wir schauen jetzt mal, ob das wirklich stimmt. Mit der EOS 5DS und der EOS 5DSR hat Canon zwei neue Profi-DSLRs vorgestellt, die mit 50 Megapixel auf einem Vollformatsensor mächtig für Aufsehen gesorgt haben. Am Anfang dachten viele, die beiden neuen Modelle könnten die EOS 5D Mark III ablösen. Ist nicht verwunderlich, denn die neuen Modelle sehen nahezu identisch aus wie die 5D Mark III. Beide sind abgedichtet, beide haben die Bedienelemente an der gleichen Position, Räder, Tasten, alles da, wo man es von der 5D Mark III kennt. Heute wissen wir, nein, es ist nicht die Ablöse. Beide Kameras, sowohl die neuen 5DS-Modelle als auch die 5D Mark III, bedienen andere Zielgruppen. Die zweite wichtige Frage, die sich stellt, ist, wer braucht eigentlich 50 Megapixel? Das ist schon sehr speziell. Canon sieht die Zielgruppe hauptsächlich in Architektur- und Landschaftsfotografen, eben den Fotografen, die zum Beispiel für die Werbung produzieren, für Agenturen produzieren, eben überall dort, wo man auf hohe Auflösung angewiesen ist, um die Aufnahmen zum Beispiel auf großformatigen Plakaten zu zeigen. Mit 50 Megapixel zu fotografieren, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und deshalb empfiehlt es sich, mit den beiden 5DS-Modellen in einer möglichst ja kontrollierten Umgebung zu arbeiten. Das bedeutet, man benutzt ein gutes, schweres, stabiles Stativ, um Verwacklungen zu vermeiden. Man sollte die ISO-Empfindlichkeit möglichst gering halten, so 100 bis 800, weil das mit 50 Megapixel natürlich so ab ISO 1600 schnell auch mal rauschen kann. Und im Idealfall arbeitet man mit möglichst geringen Bildermengen. Warum? Weil 50 Megapixel einfach sehr große Dateien produzieren. Das können 60 bis 80 Megabyte pro RAW-Datei sein. Oder wer sogar mit 16-Bit-TIFF-Aufnahmen arbeitet, dann können das bis zu 300 Megabyte pro Aufnahme sein. Das sind große Datenmengen. Das heißt, wer einen schnellen Workflow braucht, der greift vielleicht besser zur 5D Mark III. 50 Megapixel bringen natürlich sowohl Vor- als auch Nachteile. Fangen wir einfach mit den Vorteilen an. Beide Modelle, die 5DS wie auch die 5DSR, bringen eine extrem gute Schärfeleistung mit wirklich wahnsinnig vielen Details. Das zeigen wir später nochmal genauer. Beide Kameras kommen dazu mit einem neuen Bildstil, der nennt sich Feindetails. Und da können einfach noch mehr Details herausgekitzelt werden. Ein weiterer Punkt, der hier zu erwähnen ist, es gibt ja beide Modelle, sowohl die S als auch die SR. Und die SR hat einen speziellen Low-Pass-Aufhebungsfilter, nennt sich das. Der hat eigentlich nur den Zweck, den Tiefpassfilter, der in beiden Kameras ist, in diesem Modell aufzuheben und dadurch lassen sich noch schärfere Aufnahmen produzieren und das sieht man auch auf jeden Fall nachher in den Bildern. Besonders gut sieht man die Schärfe bei uns in dieser Testumgebung, die wir immer haben. Wenn man da ganz nah ranzoomt auf das Nähgarn, dann sieht man, dass die 5DS eher wahnsinnig feine Strukturen zeigt. Also man sieht wirklich das Garn ganz, ganz fein. Wenn man daneben die 5DS zeigt, dann macht die auch eine super Schärfeleistung. Aber man sieht eben den Unterschied, da fehlt ein Ticken Schärfe, da ist die 5DS eher tatsächlich im Vorteil. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Wie gesagt, 50 Megapixel sind einfach eine Herausforderung. Man kann aus der Hand fotografieren, aber idealerweise nimmt man einfach ein stabiles Stativ und stellt eine Spiegelvorauslösung ein. Zur Spiegelvorauslösung hat Canon eine neue Funktion. Das ist eine Verzögerung. Normalerweise ist es ja so, man löst den Spiegel aus, also er klappt weg und dann muss man danach nochmal manuell die Kamera auslösen. Jetzt mit dieser Verzögerung ist es so, man löst einmal aus, der Spiegel klappt weg und die Kamera löst danach automatisch aus, je nachdem, was für eine Verzögerung eingestellt ist. Wenn man vom Stativ fotografiert und ein Objektiv verwendet, das einen Bildstabilisator hat, dann sollte man auf jeden Fall daran denken, den zu deaktivieren. Ansonsten versucht er die ganze Zeit eine Bewegung auszugleichen, die nicht da ist. Sollte also, um diese Bewegungsunschärfe zu vermeiden, sollte man den einfach deaktivieren, bei einer 5DS grundsätzlich vom Stativ einfach ausschalten. Weiter wichtiger Punkt ist, dass nicht jedes Vollformatobjektiv wirklich gut für eine 5DSR oder eine 5DS geeignet ist. Das liegt einfach an der hohen Auflösung. Canon empfiehlt deshalb hochwertige Objektive auf der Website. Man sollte sich dran halten, weil ansonsten hat man auch schnell Abbildungsfehler, Objektivfehler wie Beugungsunschärfe und so weiter in den Ecken. Da sollte man einfach darauf achten. Generell ist es so, dass es bei einer 5DS oder 5DSR auch schon ab Blende 8, Blende 11 zu Beugung kommen kann. Da sollte man einfach gezielt darauf achten beim Fotografieren. Kommen wir nun zu noch ein paar neuen Ausstattungsfeatures der beiden Kameras. Sowohl die 5DSR als auch die 5DS kommen mit einem sogenannten Crop-Modus. Im Menü nennt sich das Ausschnitt-Seitenverhältnis. Das macht das Ganze, wenn man merkt, man hat zu wenig Brennweite, man möchte einfach noch so ein bisschen näher an seinem Motiv herankommen, dann kann man einen Verlängerungsfaktor einstellen. Das heißt, es wird nur ein Ausschnitt vom Sensor verwendet und man zoomt damit ein bisschen näher rein. Heißt, wenn man 1,3-fach verlängern möchte zum Beispiel, dann hat man noch 30,5 Megapixel des Sensors, dadurch, dass einfach nur ein Ausschnitt des Sensors verwendet wird. Oder man sagt, man möchte um 1,6-fach näher heran, dann bleiben noch 19,6
Megapixel des Sensors. Das reicht auch völlig aus, wenn man auch auf DIN A3 oder größer drucken möchte. Das sind 19,6 Megapixel, auch völlig ausreichend. Ist eine Hilfe in der Not, macht aber Spaß und funktioniert ganz gut. Ich hatte ja gerade gesagt, dass beim Kopfmodus nur ein Teil des Sensors verwendet wird. Damit man genau weiß, welcher Ausschnitt das gerade ist, kann man sich den im intelligenten optischen Sucher einblenden lassen. Das heißt, man sieht so einen Rahmen, der wird da eingeblendet. Und je nachdem, wenn ich von 1,3 zu 1,6-fach wechsle oder zurück, dann verändert sich die Größe des Rahmens im Sucher. Das heißt, ich habe jederzeit genau im Blick, was ich gerade eigentlich aufnehme. Dazu kommt, dass die Kamera einen neuen Weißabgleichsautomatikmodus hat. Der nennt sich AWBW. Wofür braucht man den? Normalerweise, wenn man den automatischen Weißabgleich anhat und bei Kunstlicht fotografiert, werden oft so warme Töne erhalten. Das heißt, so ein bisschen warm ist das Bild immer noch. Wenn man das nicht möchte, wenn man auch bei Kunstlicht komplett neutrales Weiß haben möchte, dann nimmt man jetzt den neuen AWBW-Modus. In dieser Einstellung werden dann eben die warmen Töne komplett herausgenommen. Was gibt es sonst Neues? Beide Kameras kommen mit einem individuell einstellbaren Quick-Menü. Das nennt sich dann Schnelleinstellung anpassen hinten im Menü. Das Quick-Menü zeigt alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten im Überblick. Möchte ich zum Beispiel RAW oder JPEG wählen, möchte ich den Weißabgleich wählen. Diese ganzen Punkte lassen sich hinten einblenden und ich kann dieses Menü komplett manuell konfigurieren. Möchte ich diesen Punkt löschen, möchte ich den hinzufügen, das kann ich alles machen, so lange bis mein Menü wirklich für meine Bedürfnisse perfekt eingestellt ist. Was haben beide Kameras noch zu bieten? Wir haben ja 61 Autofokus-Messfelder und Filme in Full-HD-Auflösung. Im Gegensatz zur 5D Mark III fehlt hier allerdings der Kopfhörerausgang und wir haben keinen Clean HDMI-Out. Außerdem kann es beim 50-Megapixel-Sensor, also dem Vollformat-Sensor, dazu kommen, dass sogenannte Morés auftreten, also dieses Flimmern in feinen Strukturen und dass es zum sogenannten Rolling-Shutter-Effekt kommen kann. Aus dem Grund sind eigentlich beide Kameras hier, sowohl die 5DSR als auch die 5DS, für Filmer nicht so gut geeignet. Canon rät professionellen Filmer deshalb weiterhin zur 5D Mark III. Das ist auch der Grund, warum alle diese Modelle weiterhin parallel im Markt erhältlich sein werden. Zum Schluss noch ein paar Zahlen aus dem Testlabor. Beide Kameras zeigen ein gutes Rauschverhalten bis einschließlich ISO 1600. Sobald man höher geht mit der ISO-Empfindlichkeit, nimmt das Rauschen zu. Wir würden daher empfehlen, möglichst im geringen ISO-Bereich, also 100 bis maximal 1600 zu bleiben. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben 5 Bilder pro Sekunde im Serienbildmodus. Klingt wenig, ist aber eigentlich super, wenn man bedenkt, dass hier mit 50 Megapixel fotografiert wird, also auch mit großen Datenmengen. Sind 5 Bilder super. Wir können unbeschränkt JPEG schießen, bis die Karte voll ist oder eben knapp 14 RAW-Aufnahmen in Folge. Was haben wir noch? Wir haben eine gute Auslöseverzögerung, solange hier über den Sucher fotografiert wird. Sobald LiveView verwendet wird, dauert es teilweise bis zu einer Sekunde, bis die Kamera scharf stellt. Das liegt einfach daran, dass wir hier kein Dual-Pixel-AF haben, wie zum Beispiel bei einer 70D oder bei einer 7D Mark II. Deshalb dauert es hier einfach ein bisschen länger. Ansonsten Akkulaufzeit. Wir schaffen bis zu 1700 Bilder, solange im Sucherbetrieb fotografiert wird. Sobald wir im Live-View sind, ist im Grunde schon nach knapp 440 Bildern Schluss. Trotzdem eine insgesamt ganz gute Leistung. Unser Fazit. Wir haben hier zwei Auflösungsboliden mit 50 Megapixel, die wirklich auf ein Höchstmaß an Bildqualität getrimmt sind. Das sieht man auch in den Aufnahmen. Wir haben eine erstklassige Schärfeleistung. Das heißt, Architektur- und Landschaftsfotografen werden wirklich ihre Freude haben an dieser Kamera. Wer allerdings hauptsächlich bei Lowlight fotografiert, wer Reportagen fotografiert und einen schnellen Workflow braucht oder aber auch wer filmt, der ist weiterhin mit der 5D Mark III besser bedient.